Hallo ihr Lieben, willkommen zurück bei Inmates. So, weiter geht's mit Jonathan. So ganz verstehe ich noch nicht wirklich, worum es hier geht, ne? Jonathan versteht das selbst nicht. Die Heilige Bibel. Ja. Können wir? Aber ich glaube, so ganz normal ist das hier nicht. Nee. How can there be a kid around here? Ja. Will nicht. Können wir denn doch auch? Anton? Anton. Mein Name ist Anton Day. Ich bin 9 Jahre alt. Ich lebe hier schon so lange, wie ich mich erinnern kann. Man sagt, dieser Ort wurde von meinem Vater und Dr. Ben gebaut. Die Direktorin wechseln hier häufig. Jetzt ist Natalie die Chefin. Sie hat einen starken Charakter und jeder hat Angst vor ihr, außer ich. Aber vor dem Wärter Roy habe ich Angst. Natalie ist sehr nett zu mir. Sie hat mich darum gebeten, sie Mama zu nennen. Sie hat mich sehr gern und sie hat mir versprochen, dass ich eines Tages zum Direktor werde, wie sie und mein Vater. Meine Kopfschmerzen sind wieder da. Ich sollte zu Dr. Ben im Erdgeschoss gehen. Da ist doch bestimmt auch die Krankenstation. Sorry. Toll. Looks like this kid had a headache too. Auch Kopfschmerzen. I'll continue reading the diary later. Ich werde... I should find the stairs to the first floor. Vielleicht waren wir das Kind. Das kann gut sein. Weil er ja auch die Kopfschmerzen hat. Jetzt will ich nur mal gucken, weil das Buch das haben wir eingesammelt. Ja, Anton. Anton, stimmt. Ja, habe ich auch gerade überlegt. Ich gucke nur wegen Lesen. Nee. Folge mir, Papa. What the hell? Ich hab kein Kind. Kenn ich nicht. Damit habe ich nichts zu tun. Ich Und wo willst du jetzt hin? Ich geh. Das ist krank, Mann. Was war das? Hast du die Stimme gehört? Follow me, Danny. Kinder in Horrorspielen sind nicht gut. War wirklich, ey. Ist eigentlich. Ja, eigentlich voll schlimm, ne? Dass man Kinder. So, ich dachte gerade, du willst sagen, es sollte verboten werden. Nee. Aber dass man Kinder so als. In Horrorspielen als so bedrohlich. Das macht man ja auch in Filmen, ne? Es gibt ja viele Horrorfilme mit Kindern. Kinder des. Wunder, dass wir alle immer weniger bekommen. Kinder des Zorns. Kleiner Funfact bei Kinder des Zorns. Falsche Übersetzung. Eigentlich ist es ja Kinder des Korns, also Children of the Corn. Ja. Zorn. Präger. Was? 2.14 Uhr oder 2.13? Der andere war 2.14, ne? Da sah ich, dass die Weisheit einen Vorzug hat. Was? Vor der Torheit gleich dem des Lichtes vor der Finsternis. Ja. Ich habe mit Predigen noch nie irgendwas anfangen können. Aber hier ist es schon ruhig. Bleiben wir. Du stehst beim Klo. Ja, da ist ruhig. Auf Klo muss immer Ruhe sein. Muss man sich konzentrieren. Kam der Kleine raus hier? Oh, das habe ich nicht. Matthäus. 20.16 Uhr. So werden
Das ist das nicht eher Kapitel? Ich weiß es nicht. Kann ich nicht sagen. Hast du es gehört gerade? Ja. So werden die letzten Erste und die ersten Letzten sein. Vielleicht haben wir ja einen Hast hier. Toll. Gitarre. Ist das ein russisches Spiel? Oh mein Gott. Nicht rennen. Ich bin gerne hinterhergerannt. Wo ist denn der hin? Das war aber nicht der Zuckeltypi, ne? Nee. Der hat ja eine Glatze. Ist weg. Demologie. Warum konnten wir denn das eine Buch lesen und die hier nicht? Wo ist denn die Gitarre? Weiter. Irgendwie hast du das da wohl auch übersehen. Oder keine Ahnung, vielleicht platziert sich da irgendwas noch im Nachhinein. Stimmt hier. Ich hoffe, wir müssen mit den Symbolen nicht irgendwas machen, ne? Das sind sau viele, ey. Behaupte ja irgendwie, wir haben es mit Geistern oder bekommst mit Geistern zu tun. Meinst du? Naja, Demologie und Bibel und so, also so eine Art Geister. Dämonen sind ja eigentlich keine Geister, ich weiß es nicht. Ich kenne mich da nicht so aus. Anubis. Ist das nicht ein Dämon? Ein ägyptischer Dämon? Oder was ist das? Nee, ein Gott. Ein Gott? Oder ein König, ich weiß nicht. Ein Gott, glaube ich, ne? Ich kenne mich mit Mythologie nicht aus. Johannes, ja, das kann sein, das ist irgendwie Vers 3, ja, Kapitel 19, ich weiß nicht, ich kenne mich da mit Bibel, kenne ich mich überhaupt nicht aus. Dieses aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Was? Das Licht? Dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse, voll die Untermalung. People's Temple, was? Tempel, nein, was? Grunge? Ich würde sagen, das sind irgendwelche Abkürzungen, oder? Das könnte Heavens Gott sein. Heavens, Gott, Tempel, irgendwas? Ich weiß es aber auch nicht. Ihr gehört jetzt alle mir. Schaut auf den Kreis. Ich sollte vielleicht weniger Horrorspiele spielen. Ja, der hat zwei Nachrichten. Okay. Leute leben ihr Leben, indem sie nur über materialistische Dinge nachdenken. Wie Machiavelli sagt, der Zweck heiligt die Mittel. Wie man seine Ziele erreicht, ob man über Leichen geht oder durch die Köpfe derer, die einem nahestehen, ist egal. Die Hauptsache ist, man erreicht sein Ziel. So denken die meisten Menschen. Leider ist das wahr. Sie sind alle Sünder. Aber es gibt ein anderes Leben.
Das Leben nach dem Tod. Es gibt den Himmel und die Hölle. Gott wird diese Sünder nicht in den Himmel lassen. Die Hölle wartet auf sie. Dem ersten schließe ich mich an, dem zweiten eher nicht. Also mit Himmel und Hölle habe ich es nicht so. Behemoth. Behemoth ist doch von Final Fantasy ein Monster, oder? Vielleicht kommt der ja auch hier vor. Vielleicht ist er auch nach irgendeinem Dämon erfunden. Anscheinend haben wir es ja wirklich mit Dämonologie oder sowas zu tun, weil das hier sieht ziemlich danach aus. Umgedrehtes Kreuz. Ja, Satanismus, ne? Umgedrehtes Kreuz, oder? Ich weiß nicht, ich hab da auch nicht so einen Platz. Boah, ich weiß gar nicht, woher das kommt genau. Aber wir werden bestimmt aufgeklärt. Johannes 8,44. Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel und die Begierden eures Vaters. Was wollt ihr tun? Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keiner Wahrheit in ihm, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Dieses komische Geschriebene, ne? Ich habe auch Feuer. Da. Mann! Aber seins brennt länger. Aber meins brennt größer. Aber wahrscheinlich nur, weil ich näher dran bin. Schlangen. Aufstehen! Ach, Tatsache. Ich dachte, das wäre ein Telefon. Hab ich auch was gedacht. Schlafen? Ruhe. Was? Echt? 10 noch 4? Okay, Rätsel. Mit Licht. Oh Gott. Ja, ne? Jetzt ist die Frage, was müssen wir machen? 10 vor 8 oder 10 auf 4? Guck doch mal darauf. Ich würde 10 vor 8 machen. Ich weiß nicht, wie er das liest. Ne, 7.50 Uhr dann, ne? Ja. Hier noch irgendwas. Kann ich das bewegen? Nee. Jetzt guck dir die Steintafel doch mal an. Ist doch aber 7.50 Uhr. Oder müssen wir doch das hier machen? Kannst du da was machen? Nee. Weiß ich nicht, da mache ich mal 10 auf 4. Ja, wobei dann ergibt der Spiegel keinen Sinn. Vielleicht ist ja um zu verwirren. Das ergibt schon Sinn, oder? Ja, aber so ist ja 7.50 Uhr. Ich werde im Notfall noch was anderes ausprobieren, aber mach es mal. Was meinst du? Geh mal auf den Spiegel. Den? Ich will nur mal gucken.
weiß nicht. Ja, geh mal raus. Ist ja auch 8.50 Uhr. Nicht 7.50 Uhr. Wie? 7.50 Uhr wäre auch richtig. Der Zug von dieser Digitaluhr zumindest der. Nein, 8.50 Uhr. 10 von 9. Ja, auf der Uhr war es 10 von 9. Ups. Warum hat er ein Streichholz angemacht? Ich habe nicht öffnen. Echt? Ja, wir haben uns verlesen. Zeig mal. Wirklich, erkennst du das? Ist es eine Uhr? Okay, ja, geh raus. Dann check ich's nicht. Na, 6 Uhr, 7 Uhr, 8 Uhr. 8 Uhr, 50. Aber wozu das Ganze jetzt? Bin ich da rein, damit ich da wieder rauskomme? Okay, eigentlich sollten wir ja runter, ne? Sarah, what's a picture of my wife doing here? Why is it torn in half? Shit. My head's killing me. Echt schnell umgucken, ne? Die halten echt nicht lange, die Streichhölzer. Ich gehe nochmal da vorne gucken und dann müssen wir, glaube ich, zurück und da runter. Ich kann ganz gerne gucken, ob hier noch was ist. Ne. Doch. Ach. The key. The Magic Key. Man könnte voll locker auch einfach hier runterklettern. Ja, okay. Wohl doch, guck mal, hier könnte er voll easy runterklettern. Haben wir jetzt den Schlüssel hierfür benutzt oder? Wir hatten ja hinten auch noch den einen Security-Raum, der abgeschlossen war. Soll ich dann nochmal kurz probieren? Warum ist die wieder zu, die Zelle? Und jetzt steht hier so auf einmal einer. Guck mal, manche Türen sind wieder zu. Unter dem Streifrücken. Hä? Das kennen wir auch. Das spawnt hier was nach. Ab zum Doktor. Dann holen wir uns erstmal eine Übung. Oder eine. Wie heißen die anderen nochmal? Paracetamol. Genau. Dann wird es schon. Rennen kann man nicht. Hallo. Durchgucken gleich. Aber ich würde sagen, das überlassen wir der Mirami. Geh wenigstens noch runter. Aber nicht, dass ich dann was trigger. Das wäre auch furchtbar. Da. Tja. Komm, du hast Freunde. Das sind alles Dämonen. Das sind keine Menschen. Die sind besessen oder so, oder?
Das heilige Feuer reinigt deine Seele! Nein, 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 nein! Okay. Gut, ihr Lieben, dann sehen wir uns in der nächsten Runde wieder. Bis denn. Bye, bye. Tschüss.